Hallo, ich bin Eva von Adventure Trails und ich möchte euch heute meinen neuen Rucksack vorstellen, den Deuter Trail Pro 34 SL. Ja, ich habe mir diesen Rucksack vor ein paar Monaten gekauft. Der ein oder andere wird es in einem der letzten Videos bereits gesehen haben. Bisher hatte ich einige kleinere Tagesrucksäcke und auch einen großen Backpack-Rucksack, um zu verreisen. Was mir aber gefehlt hat, ist eine Zwischengröße wie diesen hier. Und warum ich ihn genau gekauft habe, erzähle ich euch im Video. Der Rucksack hat ein Eigengewicht von 1,4 Kilo, ein Volumen, wie der Name schon sagt, von 34 Litern. Der gehört der SL-Serie an. SL bedeutet bei Deuter, steht für Slimline. Ist speziell für Frauen ausgerichtet. Dadurch hat er einen kürzeren Rückenanteil und ist auch ansonsten an die Anatomie der Frauen angepasst. Ich bleibe auch direkt beim Rückenteil. Deuter hat oft die gleichen Rückensysteme. Ist es sehr gut abgepolstert, sowohl an den Schultern als auch am Rücken selber und vor allen Dingen auch an den Hüftflossen, die für Deuter ja bei so großen Rucksäcken sehr typisch sind. Ja, und was an den Hüftflossen besonders wichtig ist, ich war mehrere Tage unterwegs mit einem kleineren Rucksack, der diese Hüftflossen nicht hatte. Das fällt einem auf, wenn man mal 20 Kilo auf dem Rücken hat und damit mehrere Tage on Tour ist in den Bergen, bekommt man doch mit der Zeit Druckstellen, die ziemlich schmerzhaft werden können. Und das zeige ich euch jetzt nochmal, warum das hierbei nicht passieren kann. Genau, also beim Tragen dieser Rucksäcke verschließt man immer diesen Hüftgurt, kann den dann an den beiden Laschen hier festziehen, sodass der Rucksack auch gut auf der Hüfte aufsitzt, damit man das Gewicht nicht an den Schultern hat. Dadurch, dass diese Hüftflossen jetzt von ganz nach hinten nach ganz vorne gehen, kann es nicht passieren, dass hier irgendwelche Druckstellen entstehen. Das passiert bei kleineren Rucksäcken, die dann die Hüftflossen nur bis hierhin haben und auch wirklich nur ganz minimale Polster haben. Im Vergleich zu den vorigen Deuter-Modellen hat der Rucksack ein paar Neuerungen, unter anderem die Taschen an den Hüftflossen. Vorher war es so, dass es nur eine dieser Taschen gab, die sind allerdings super praktisch, deswegen freue ich mich, dass es jetzt sowohl auf der als auch auf der Seite die Tasche gibt. Da kann man alles, was man so unterwegs braucht, zum Beispiel das Handy oder Geld, Tempos, den Schokoriegel, gut verstauen und auch während man unterwegs ist, da immer bequem drankommen, ohne dass man den Rucksack absetzen muss. Um beim Rückenteil zu bleiben, auch sehr praktisch der Durchlass für die Wasserblase. Die Wasserblase kann man gut im Rucksack verstauen und den entsprechenden Schlauch dann von innen nach außen hier durchführen. Ist relativ einfach durchzustecken und ihn dann hier am Schultergurt zu befestigen. Auch wieder sehr praktisch, um den Rucksack nicht zwischendurch immer absetzen zu müssen, wenn man mal was trinken will. Was ich sehr mag an fast allen Deuter Rucksäcken ist der Tragegriff. Da die ja doch manchmal recht schwer sind, ist es praktisch, ihn dann am Tragegriff festzunehmen, statt immer am Schultergurt. Oder wenn ihr ihn zu Hause lagern wollt, könnt ihr ihn natürlich so auch besser aufhängen. Der Rucksack hat mehrere Außentaschen. Er hat einmal hier auf der Seite eine Außentasche, die ohne Reißverschluss frei zugänglich ist und relativ elastisch, sodass man auch mal was Größeres reinstecken kann. Dann hat er auf der anderen Seite eine Außentasche mit Reißverschluss, wo man was reinstecken kann und wieder verschließt. Ganz praktisch finde ich auch die Tasche hier vorne. Die ist an den Seiten festgemacht und kann dann auch noch weiter verstellt werden, sodass man da, wenn man unterwegs ist, auch was reinmachen kann, wo man schnell drauf zugreifen kann. Zum Beispiel irgendwie ein T-Shirt, ein Handtuch, was vielleicht noch ein bisschen nass ist, um das nicht im Rucksack transportieren zu müssen. Ja, dann gibt es ganz oben am Rucksack noch eine Tasche. Da finde ich es besonders praktisch, dass der Reißverschluss von dieser Tasche in der Mitte ist. Vorher war es so, dass die Reißverschlüsse oft hier weit hinten waren. Man hat den Reißverschluss aufgemacht, alles ist rausgefallen. Jetzt ist der Reißverschluss in der Mitte, man macht ihn auf, kann alles suchen, seine Sachen bequem rausnehmen, es fällt nichts mehr raus. In der Tasche selber gibt es noch einen kleinen Haken, um vielleicht einen Schlüssel festzumachen. Was er natürlich auch hat, ist das Gegentape, ganz unten im Rucksack, immer gut versteckt.
immer in sehr schönen Farben, damit man es auch bei allen Wetterlagen gut sehen kann. So bekommt der Rucksack seinen Regencape und ist auch bei Nässe gut geschützt. Abschließend zum Außenteil. Der Rucksack hat mehrere Halterungen, mehrere Halteösen. Auf der Seite jeweils elastische Halteösen, auf der anderen Seite auch hier oben nochmal den elastischen Part und den festen Part. Die eignen sich natürlich besonders gut, um Wanderstöcke festzumachen. Auf der Seite der Schultergurte gibt es aber auch nochmal mehrere Schlaufen, wo dann auch Ausrüstung für den Klettersteig befestigt werden kann. Und wer schon mal länger unterwegs war, auf längeren Wandertouren, weiß, dass es ganz praktisch ist, wenn man alles Mögliche auch an den Rucksack dran klippen kann, da man dann schneller natürlich drauf zugreifen kann. Ja, zum Innenteil des Rucksacks. Wenn ihr ihn aufmacht, habt ihr hier, ich drehe mal um, nochmal ein Innenfach. Das ist natürlich sehr praktisch für alle möglichen Wertgegenstände oder Gegenstände, die man auch vielleicht nicht so oft braucht oder die man gut verstauen kann. Hier außen sind nochmal einige Emergency-Hinweise drauf, auch wichtige Telefonnummern, die man im Notfall wählen sollte. Dann hat der Rucksack ein großes Hauptfach. Und an der Rückenseite dann noch das Fach für die Wasserblase, was sehr praktisch ist am Rucksack, um nicht nur von oben ans Hauptfach zu kommen, sondern auch von außen, damit man auch wirklich nicht immer alles ausräumen muss, ist, dass man von außen auch da dran kommt, indem man die Schlaufen öffnet und dann den Reißverschluss entsprechend aufmacht und alles, was man dabei hat, auf einen flexibel und entsprechend auch bequem aus- und wieder einräumen kann. Es gibt den Rucksack in zwei Farben, einmal in dem Blau-Rot, wie ihr ihn hier seht, aber auch noch in komplett Schwarz. Und es gibt noch zwei Männervarianten sozusagen, einmal mit einem Fassungsvermögen von 32 Litern und von 36 Litern. Da gibt es den Unterschied, dass der eine von den beiden, meine ich, auch diese Klappe hier oben hat und der andere die Klappe halt nicht hat und nur hier oben einen normalen Reißverschluss hat. Ich habe den Rucksack für 169 Euro gekauft und bin bisher rundum zufrieden und freue mich auf viele Touren mit ihm. Ja, das war's zum Rucksack. Ich freue mich, dass ihr das Video geguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder Kommentare da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails.